Wie erschafft man eigene Winning Creatives aus der ersten Hand? Und heute shooten wir das Ganze so ein bisschen mit dem iPhone, mit der iPhone-Kamera, also super simpel. Du brauchst jetzt auch nicht das beste und neueste iPhone, es reicht da schon ab iPhone 9. Ah nee, 9 gibt's gar nicht, iPhone 8 oder halt 10, iPhone X. Und deswegen, also das shooten wir heute, dass einfach nur HD geshootet wird. Hier ist das Model mit am Start, extra aus Peru eingeflogen. Ja, die Joseline, kann ich sehr stark empfehlen. Haben wir über Fiverr kennengelernt auf jeden Fall. Und das ist die Tasche, darum geht's heute. Kennt jeder, damit habe ich 2 Millionen Umsatz gemacht in den letzten 1,5 Jahren. Beziehungsweise mit der normalen Dropshipping-Clutch. Und das ist jetzt die gebrandete Clutch. Dafür machen wir heute ein bisschen Creatives. Wir werden genau darauf schauen, wie geht man mit dem Model um, was sagt man ihr. Sie hat 3 verschiedene Outfits dabei. Die Requisiten, komm mal kurz her, lieber Kameramann, sind halt wie gesagt diese Tasche. Und zum Beispiel braucht man natürlich auch, was man darauf achten muss, dass man halt zeigen will. Ne? Zum Beispiel hier das Geld drin, dann eine Karte. Kleingeld brauchen wir nicht. Ne? Und dann halt noch natürlich das Handy zu zeigen. Ne? Und dann zeigt das Model halt immer das Handy raus, rein und so weiter. Ne? Das sind die Requisiten so. Und genau, wie man das Ganze shootet, das zeige ich heute. Die richtigen Lichtverhältnisse, die Location rauszusuchen und so weiter. Also es wird mega, mega powerful. Stift und Zettel hast du hoffentlich parat. Schreib einiges mit, ist mega valuable, also sehr wertvoll, was du heute mitlernst. Und ja, lass uns gar nicht weiter rumreden, direkt reinstarten, wie man so ein Shooting Day gestaltet. Ich werde es einfach wirklich in der Praxis das alles umsetzen. Ich habe das schon sehr oft gemacht, deswegen brauche ich persönlich keine Checklisten mehr, weil ich das sehr oft gemacht habe. Aber du solltest am besten mit Checklisten arbeiten, also was du genau machen willst. Und wir werden uns immer an die Ad 1 orientieren. Die werde ich auch nochmal hier kurz einblenden und auch nochmal als Link teilen hier unten. Das war die klassische China-Ad. Daran werden wir uns orientieren und das haben so verschiedene Bausteine. Aber das wirst du gleich alles merken, während ich das hier filme. Und ja, lass uns gar nicht weiter rumreden und direkt reinstarten. Der erste und wichtigste Punkt ist natürlich, was soll das Model überhaupt machen, ja? Und ich mache es immer ganz gerne so, dass ich ihr sage, sie spricht jetzt speziell Englisch. Word of. Give it to me. Okay. Ich zeige ihr einfach, manchmal muss ich ein bisschen wechseln, nicht wundern auf Englisch und Deutsch, weil sie Englisch spricht. Und ich zeige ihr jetzt einfach, was sie machen soll. So, what you basically do is like, you walk 2 or 3 steps and you just make like this, open, outside, inside, close. Okay. That's all. That's the first clip, okay? So, very easy. So, jetzt ist für mich wichtig, ich habe ihr jetzt einmal erklärt, was sie machen soll. Jetzt ist einmal für mich wichtig, wie ich die Kamera halte. Also ich halte die immer vertikal natürlich und schaue dann so, komm einmal her, ich schaue dann so, dass alles sich ungefähr hier abspielt, dass man das 1:1 auch gut croppen kann, weil darauf musst du später auch achten, dass dann 1:1 das hier auch gut aussieht. Ne? Aber das werde ich sowieso am Ende nochmal alles einblenden, wie das Ganze dann aussieht in der Praxis. Also keine Sorge. Okay, let's start. You just walk. A little bit slower, yes. Can you open? Yeah. Okay, let's do it again. Also manchmal ist es so, dass man ein bisschen verkackt, das ist ja völlig normal, dass der Reißverschluss irgendwie hängt oder sonst was, und dann macht man es einfach nochmal, ist ja klar. Yeah, and then you open and you show a little bit. Okay. Okay. Was sehr wichtig ist, ist, dass die Bag wirklich im Fokus ist, ne? Also nicht ihr Gesicht zum Beispiel oder so, weil es geht um die Tasche. Okay, go. Let's do it again. Okay, I will open this one. It's hard. No worries. So I'm just gonna show if you show it, please show it more like open this, like this, open. So more in the camera open, you know? Und das ist auch ein wichtiger Punkt, ne? Dass man das Produkt richtig gut zeigen kann, wenn man es dann öffnet, ne? Also für die Kamera, weil du musst es ja wirklich aus der Sicht des Interessenten sehen sozusagen. Okay. 1, 2, 3, go. Okay.
Moin. Ich glaube, das ist nicht gewerblich. Wir hatten das schon mal. Nee, das hatten wir schon mal. Das ist nicht das Problem. Das hat man dann manchmal auch natürlich, dass man Drehgenehmigung braucht, auch ganz wichtig. Ja. Also das ist kein öffentlicher Raum, das ist Privatgelände. Das gehört wir hatten das, ja, wir hatten das einmal auch mit der Polizei. Also das ist nichts irgendwas, was jetzt irgendwie ja, für die Presse ist oder sonst was. Nichts Politisches, wo wir gegen schießen. Das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Deswegen. Ich sehe das nur, wie gesagt, eben halt nach einer gewerblichen Nutzung. Insbesondere, dass jegliche Bild- und Tonaufnahmen des Rathauses... Also heißt, wir dürfen jetzt hier nicht mehr filmen? Also außerhalb des Rathauses, ja, okay, dann komm. Ist es öffentlicher Raum. Let's go. Manchmal braucht man eine Drehgenehmigung, wie man es merkt. Und deshalb wurden wir hier verscheucht, offiziell. Okay. Aber wir lassen uns nicht aus der Bahn bringen. Deswegen, wir gehen jetzt weiter zum nächsten Spot. Und das ist ganz gut, weil man muss sowieso die Location öfter wechseln. Deswegen passt das sehr gut. Und wir sind ja hier im wunderschönen Hamburg. Deswegen werden wir hier viele Locations finden, wo wir weiter drehen können. Und ja, wir machen einfach hier direkt weiter. Okay, wir werden jetzt auch ein bisschen hier was machen, weil das kommt dann ein bisschen natürlicher auch nochmal. Weil hier einfach ja ein bisschen mehr Menschen sind und dann sieht es nochmal ganz natürlich aus, wenn... No, you can come, no worries. Und dann sieht es auch nochmal ganz ein bisschen nochmal natürlicher aus, wie als wenn man... Was manchmal auch sehr wichtig ist, ist das Licht zu checken. Also ich drehe mich quasi mit dem Model zusammen, um zu sehen, ob die Tasche genug Licht abbekommt. Jetzt ist es natürlich leicht bewölkt, das ist perfektes Shooting-Day-Wetter, muss man auch noch dazu sagen. Turn around with me together. Because wait. Light is better. Yeah, wait. Yeah, yeah, here is perfect. Okay, deswegen dreh dich mal mit uns. Das ist jetzt das perfekte Licht für die Tasche auf jeden Fall. And we start. Lisa, I just gonna walk 3 steps, then you will stop. Yeah, yeah. Okay? And go. You don't need to show the card. You just make like this. Make this and that's it. And then you close. That's okay, all. Okay. Very easy. Okay. Das war auch mein Fehler gerade zum Beispiel, weil ich es nicht perfekt erklärt habe, was die drinnen machen soll. Deswegen manchmal dann auch nochmal im Nachhinein erklären. I will all edit it, of course. Yeah. Okay. And go. Yeah, close. Okay, now we do like a special clip. Jetzt machen wir einen speziellen Clip und zwar quasi einen Scrollstopper. Das kennt der Josh, der Kameramann, der gerade die Kamera hält, auch sehr, sehr gut. Das ist manchmal etwas wie die Tasche in die Kamera zu schmeißen oder irgendwie zu schnippen. Also irgendwas, was die Leute auch bewegt anzuhalten, wenn sie dann das Video sehen, die Werbung sozusagen. Okay, what we do now is very simple. You throw the camera in the, you throw the phone in the camera. You know? Okay. So, okay. So, you just walk and throw this back in the camera. Okay. Yeah, okay? Okay. So I'm holding. You're gonna stay there. Yeah. Walking, yeah, yeah, exactly. Exactly. You're gonna grab it? Okay, try. Go. I did. This is also okay. But you stay and you just throw. Yeah, yeah, just from there, yeah. Yeah, okay. Try again. Okay, that's good. That's already good. That's it. Okay. Okay, was hatten wir noch für Scrollstopper? Ah ja, kicken hatten wir auch noch. Ah no, you kick in front of the camera. For example, this is the camera and you kick, park. Okay? Try the kick, try. Try. Yeah, okay, okay. Okay, manchmal muss man halt auch mit dem Outfit ein bisschen mitspielen. Maybe we do it with the other outfit, with the hot pants, yeah. Right? Okay. Okay, manchmal muss man mit dem Outfit ein bisschen noch mitspielen, ne, dass man das mit dem anderen Outfit macht, weil sie jetzt natürlich eine Dame ist hier mit dem Kleid. Macht man jetzt den Kick nicht unbedingt. I can jump and change the color, you know? Or I can do this in the beard, yeah. Something, you know? Ja, manchmal kommen dann auch gute Ideen von dem Model. Wir machen jetzt den Wurf einfach nur. You just walk now without bag and I throw the bag to you. Uh-huh. And you grab it. You grab it and then you continue walking and then you just show the phone and that's it, you know? Okay. But I know. Yeah. I do it without the phone because then the phone damaged, you know? Better not. Without the phone inside. You just show inside then, not the phone, you know? Yeah. No, it's okay. But
What is my phone, by the way? Yeah. Okay. Nice. Okay. Ready? Okay. You're happy? You get it? You walk? Oh yeah, happy, happy. And now you show inside. Stop. Ooh la la. Close. And happy go. Great. Ja, manchmal wird man dann auch gefragt hier. Beautiful girl. Verteilt gerade ihr Instagram jetzt hier. Auf jeden Fall changen wir jetzt einmal die Location und das Outfit. Weil wir haben drei verschiedene Outfits. Das ist immer ganz wichtig, dass wenn man zum Beispiel mit Models arbeitet oder auch Männern, dass ja, man die Outfits ein bisschen wechselt und auch die Taschen dann ein bisschen wechselt. Deswegen muss man auch immer planen, wo man ist zum Beispiel, um das Outfit zu wechseln. Man kann jetzt nicht hier auf der Straße sich einfach umziehen. Könnte man, machen wir aber nicht. Deswegen, wir sehen uns gleich wieder. Okay, wir suchen jetzt gerade wieder einen neuen Spot. Zeig mal gerne den Spot, wie das hier auf meiner Kamera aussieht für Sie. Neues Outfit auch mit am Start. Und jetzt machen wir gleich den nächsten Schoolstopper. Nennen wir auch Special Clip bei uns intern. Und ja, weiter geht's so. Gentleman trägt natürlich immer die ganzen Taschen, damit die Dame sich fokussieren kann auf ihre Arbeit. Und ja, wir warten natürlich immer ein bisschen, dass die Leute auch durchgehen, ganz entspannt. So what you do now, like I'm holding the camera like this and you have no bag and then you jump, I do this and then you have the bag. You know what I mean? Okay, I have to start without bag. Yeah, you start without the bag. No, no, you stay a little bit more there. It's okay. Yeah, like this. Okay. If you jump, it's very important that you stay on the same position. Yes. Okay. Das wird jetzt ein bisschen tricky für mich, weil ich muss jetzt auch gleich die Kamera genau halten, wie ich sie halte und ihr trotzdem die Tasche geben. Deswegen. Aber kriegen wir auf jeden Fall hin. One, two, three, jump. It was bad. Okay. My bad. Okay. One, two, three, go. Okay, again. One, two, three, go. It was bad for me. One, two, three, go. Okay, again. Too late. One, two, three, go. Yeah, okay, that's good. Now stay like this. Ja, und wir lassen uns natürlich nie unterkriegen. Es regnet hier noch richtig doll gerade, aber scheiß drauf. Hauptsache, das Model ist protected, weil Shooting Day ist immer nur das Endergebnis wichtig. Nicht wie der Kameramann aussieht, sondern nur wie das Endergebnis aussieht. Okay, jetzt filme ich ja quasi den zweiten Clip, weil ich habe es so umgedreht ohne Tasche und jetzt mit Clip. Aber ich werde sowieso alles einblenden. Okay, now you jump again and then you walk a little bit, just happy, show a little bit, you know? So you jump again? Yeah, you just walk a little bit, show a little bit, that's it. Okay. And jump. And come, happy. Yeah, happy, happy. Show it. The phone. Oh. Okay, good. Yeah, it's good. Situation können sich sehr schnell ändern, so wie jetzt gerade mit dem Wetter. Jetzt hat der Regen schon wieder aufgehört, aber wir machen jetzt den nächsten Clip einmal hier. Das heißt, jede Situation muss immer sehr, sehr gut anpassbar sein, als Kameramann, als Dropshipper auch. Deswegen, let's go. Den nächsten Clip machen wir folgendermaßen. The next clip, what we do is like, you just open very easy, show the things inside just as usual and also show the phone outside, inside, happy, that's it. You don't walk, you just stay, okay? And go. Genau, manchmal gehe ich auch ein bisschen näher ran, damit man auch schön sehen kann, was der Inhalt drin ist und so weiter. Now the phone. Great job. Manchmal muss man auch loben ein bisschen. Very nice. Happy. Haha, yeah. Nice. Sehr gut. Ja, man hat zum Beispiel, was ich immer gerne mache, zeig mal einmal das Handy gerne. Was ich immer gerne mache, weil wir später das natürlich upspeeden und ein bisschen schneller machen, gehe ich immer hier auf dem iPhone rauf und guck einfach, dass man das so ein bisschen upspeedet, ne? So ein bisschen schneller und schaut, dass alles gut aussieht. Da ich eh schon erfahren bin, sehe ich das direkt im Video schon, dass es gut ist. Wenn man irgendwas verkackt, kann man es nochmal machen direkt. Aber wenn man jetzt
Anfänger ist, dann, wie gesagt, kann man sich das Video anschauen und ein bisschen so upspeeden und schauen, dass alles gut aussieht. Dass der Mann jetzt im Hintergrund ist, ist auch kein Problem. Manchmal gibt es sogar ein bisschen Reaction. Wenn du willst, kannst du sogar mal hier herzen, damit du später das nicht mehr aussortieren musst und dir die Zeit sparst auf jeden Fall. So, wir werden hier jetzt auch nochmal einen kleinen Scrollstopper drehen. Relativ simpel, ein Scrollstopper, der hat immer gut funktioniert. You just now walk like two steps and you knock into the camera, like exactly tuck, 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 you know? And then you just walk with the bag happy because you have it, because it's the best bag in the world. Okay? And go. Yes. Perfekt. Ne? Und so sieht das Ganze dann am Ende auch aus. Das werde ich hier nochmal einblenden schön, wie das Ganze aussieht. Also man guckt sich das dann immer nochmal, wie gesagt, ein bisschen an, wenn man das upspeedet, ob das alles gut aussieht. Sie hat so ein bisschen auf meine Reaction geguckt, aber ist jetzt nicht schlimm. Das Knocken ist auch gut, wenn man erkennt, dass es ein Knocken überhaupt ist. Also klar, sie klack. Und das ist so ein ganz guter Scrollstopper, der hat in der Vergangenheit auch immer sehr gut funktioniert. Deswegen wiederholen wir einfach öfter Dinge, die gut funktionieren und tauschen die Models aus, die Outfits und so weiter. Very good work. So, jetzt mal überlegen, was für Scrollstopper hatten wir noch, Mr. Kameramann? Weil du hast ja sehr, sehr viel gemacht für mich. Über 400 Creators getestet, aber die ersten 50 habe ich nur gemacht, den Rest dann der Kameramann, der jetzt dahinter steht, der Josh. Aber mir fällt gerade ein, welchen wir machen können. Give it to me. We start here. Manchmal checke ich auch das Licht einfach nur, ich halte dann die Tasche einfach so hin. Hier wäre jetzt zum Beispiel schlechtes Licht, weil man sieht es kaum, kaum belichtet. Hier ist dann natürlich besser. Das heißt, wir gehen ein bisschen hier. Stay there, please. Okay, perfect. I just throw it to you and you just get it, you're happy, you walk, that's it. Very easy, okay? Okay, ich lasse die Kamera schon laufen, weil es soll so aussehen wirklich, dass Nolina geschmissen wird. Okay, you ready? One, two, three, go. Yeah, happy. Das kann man alles upspeeden, ist kein Problem. Walk. Happy, yeah, nice. Show it, show the phone. Nice. Happy walk, go. Perfect. Ja, perfect. Das Gute ist, dass sie auch sehr weiblich geht, das heißt nicht zu männlich wie so ein langweiliger Roboter, sondern das macht sie schon automatisch, weil sie Erfahrung hat, weil sie ein Model ist. Aber du wirst es öfter haben, wenn du jetzt das mit einer Freundin machst und so weiter. Die sollen ein bisschen femininer gehen, im besten Fall jetzt nicht komplett wie ein Topmodel, das ist jetzt nicht schlimm, aber halt ein bisschen femininer, dann ist es immer ein bisschen besser. Es kommt aber immer auch auf das Produkt natürlich an. Ne? Das arme Model friert schon so ein bisschen, deswegen machen wir auf jeden Fall schneller. She's cold. Also machen wir ein bisschen schneller. Ja, jetzt nur noch das letzte Outfit. Zwei Outfits haben wir schon. Wir haben schon einige Scrollstopper, wir haben schon einige, ja, sozusagen, wie wir es gezeigt haben, was in der Tasche drin ist und so weiter. Deswegen letztes Outfit, andere Location und wir sehen uns gleich. Wir changen jetzt einmal die Wallets. Wir hatten ja die ganze Zeit was mit dem Schwarzen zu tun, deswegen machen wir jetzt was mit dem Grauen auf jeden Fall. Was auch noch sehr spannend ist, was mir gerade eingefallen ist, und zwar ist, dass wir hatten ja wirklich über 400 Creatives getestet und dass alle Winning Creatives, die ich erschaffen habe, alle so entstanden sind, wie wir es gerade heute machen. Deswegen sehr, sehr powerful für dich zu wissen, ja, wie wir arbeiten und was entscheidend sind. Halt sind immer die Scrollstopper und so weiter. Aber du siehst es sowieso auch in der Case Study zu Nolina, was zu diesen ganzen Erfolgen geführt hat, welche Creatives das waren tatsächlich. Deswegen, heute geht es wie gesagt nur darum, wie wir diese Shooting Days machen, wie wir diese Winning Creatives erschaffen. Deswegen, stay tuned. No, you have to be here because of the light. Are you sure? Ah, she's more professional than I am. Okay, okay, we do it here. Okay, what we do now is like, give me the bag. What we do now is like, you kick in the camera and then you stay with your feet, you stay. Then I give you the bag and then you put down your leg, you know? Okay? Okay, we try, we try. Okay. Man auch das Model ein bisschen zurechtrücken, weil sie das nicht immer sieht, deswegen ganz wichtig, ne? So. Spannend, ne? Ah, okay. Was machen Sie denn? Was machen Sie denn? Die Silke Rundschau. Nochmal? Die Silke Rundschau machen. Ah, okay, okay, verstehe. Yeah, you stay with the kick, with the leg, and then I give you the bag, and then you put down your leg. You know what I mean? Okay. Okay. Let's try. One, two, three, kick.
Yes. Stay with the kick like this. Stay, okay? No, no. You just make this and then you stay, okay? Because then I make bam like this, okay? Trust me. Okay. Trust me. Just kick. No? Yes. Stay. Stay. You need to stay like that. Stay. Try. 1, 2, 3. Okay. Take. Stay. Stay. Wait, should I wear? Yeah, you wear. Ja, eigentlich schon. Aber es muss perfekt sein. It's two shots, okay. Yeah. 1, 2, 3. Yes. Happy. Walking. Showing phone. Great. It was perfect. Two shots, you see? No, it's good. Yeah, it's two shots. It has to be two shots. Und so sieht es dann am Ende aus. Man kann es so sehen. Zum Beispiel hier, sie kickt rein, das ist dann der Scorestopper. Und dann geht es natürlich mit einem Cut weiter, bam, und sie ist happy, läuft. So, das ist auch zum Beispiel ein Scorestopper oder ein Special Clip, wie wir es intern nennen. Okay, so what we do now is very simple, like just again, like what we did there. Just like showing, you stand, nothing special, you just show all, phone outside and all that stuff. Okay. Ja, so einfach ist es eigentlich auch schon. Was wir immer noch gerne machen, ist noch so ein extra Present Clip. Da haben wir uns orientiert, auch an der Ad 1 zum Beispiel dran. So it's very easy, like you just walk happy and like just like showing like this and make like feminine touch, you know, and like yeah, happy, and you show the phone and that's it. You walk a little bit, okay? Let's try. I come walking. Yeah. Okay, and go. Wichtig ist auch immer den Ninja-Gang zu haben. Yes. That's good. Good work. I think that's already it. Normalerweise ganz wichtig ist immer, mit einer Checkliste zu arbeiten für dich, wenn du Anfänger bist. Ich habe das meiste schon in meinem Kopf, so die ganze Checkliste. Deswegen immer aufschreiben, welche Clips du vorhast zu machen. Und die dann auch tatsächlich machen natürlich. Oder du hast in deinem Handy schon gespeichert, was du alles drehen möchtest. Das ist ganz wichtig. Aber wie gesagt, ich habe das sehr oft gemacht und sehr oft mit dem Kameramann auch den eingearbeitet. Deswegen habe ich das alles bei mir im Kopf. Deswegen brauche ich gar nicht mehr großartig. Aber ich überlege gerade noch trotzdem ein paar Scrollstopper, die man zusätzlich mit einbringen kann, weil man eh schon hier ist und die schnell gemacht sind. So, what we do now is like, take off the bag. You're just like, very happy, like, with no bag, like this, okay? And then there's the bag. And then you're still like doing this and you're happy, okay? Okay? Like, turn around. Yeah. And then you turn like one or two times. Because I make it faster, and then I give you the bag, and then you turn around with this bag together, okay? Okay. And go. You can make more, like two or three times, okay? Yeah. Okay, stay. Yeah. Für dich als Kameramann sehr wichtig, dass du stehen bleibst, genau in der Position, weil du würdest das ja cutten, dass es auch alles am Ende gut aussieht. Okay. Yeah, no, it's good. I don't see them. Okay. Now, yeah. Okay, happy. Show the bag, show the phone. Walk a little bit. Good. Nice. Ja, yeah, that's it. Good job. Muss man auch immer loben natürlich, Model. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Eigentlich nicht. Checkliste sehr wichtig zu arbeiten. Das Lichtverhältnis immer darauf zu achten. Die Locations zu wechseln, die Taschen zu wechseln, wenn du verschiedene Farben hast von deinem Produkt zum Beispiel. Irgendwelche coolen Scrollstopper mit einzubringen. Manchmal auch das Model zu fragen, den Kameramann, ob denen irgendwas einfällt. Oder selber ein bisschen Inspiration tanken von der Konkurrenz auch und so weiter. Und dann hat man eigentlich auch alles. Also das war tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, den ich immer wieder umgesetzt habe, der auch dann mehr Umsatz und mehr Gewinn gebracht hat, so viele neue Creatives nachzuschießen, aber die auch natürlich gut sind, weil nicht jede Creative wird gut sein. Deswegen muss man verdammt viel testen, verdammt viel ausprobieren. Aber das war der eine Hebel. Wir werden die ganzen Ads natürlich heute auch noch schneiden lassen. Das werde ich nicht mehr persönlich machen, das macht der liebe Josh, der lädt die dann auch hoch. Das ist die Nolina Deluxe Version, das ist die gebrandete Clutch, also wirklich mit Magneten und allem drum und dran. Und wir werden die online schalten. Ich werde auch die Ergebnisse teilen, wird sehr, sehr spannend.
Weil ich habe da länger jetzt keine Ads mehr für produziert, auch vor allem selber ich nicht mehr, like, seit über einem Jahr oder so nicht mehr selber irgendwas da gedreht. Deswegen sehr, sehr spannend, da zu sehen. Und ich werde die Ads auch hier hochladen als Link, dass du einmal sehen kannst, wie das am Ende aussieht, wie man den Upspeed macht, wie man den Schnitt macht und so weiter. Aber es ist relativ simpel und auch die Copies, dass es natürlich alles ja überzeugend wirkt. Und wie gesagt, das hat dann wirklich am Ende zu 2 Millionen Umsatz geführt in den 1,5 Jahren mit einem einzigen Produkt. Und wenn du das Ganze auch lernen willst und wirklich mal intensiv lernen willst und wirklich das aufs nächste Level pushen willst, weil du vielleicht, keine Ahnung, 5-stellig im Monat machst oder so, dann geh jetzt auf mikdietrichs.de, bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch und dann, oder beziehungsweise trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch und bewirb dich auf ein Strategiegespräch, wo wir eine Stunde intensiv miteinander sprechen können, auf welchem Level du gerade stehst, um auch Winning Creators bei dir aufsetzen zu können, um dein bestehendes Dropshipping-Business, ob du gerade 0 Umsätze machst oder 5-stellig oder sogar 6-stellig im Monat, schau vorbei, bewirb dich, sprich mit mir persönlich per Zoom und dann pushen wir das Ganze auf das nächste Level. Bis dahin viel Erfolg, viel Spaß.